Wo ist... Achso, da. Genau, da. Hier, hier, hier. Da kriegen wir doch bestimmt ein schönes Treppchen hin. Das Sand, schade. Close enough. Da. Ja, schön. So sehe ich das doch gerne. Hier ist dann eh die Häuser. Hoffe ich mal. So. Jetzt mal gucken. So. Hier, wenn dann hier. Ich das nicht. Ach so. Okay, gut. Da kann ich mir hier mal gucken. Da weiß ich noch nicht, ob wir da überhaupt ein Haus ranbauen können. Da ist nämlich die Rundung vom Gemächtpark. Ja. Kannst das Bordell hinstellen. Mhm. Das einfach aus hier, dann haben wir das Problem nicht genauso wenig wie hier. Das ist ja Blödsinn, die Lücke zu lassen. Genießt ihren Schlaf, nehme ich an. Mhm. Er hat ja angekündigt, wenn ich nicht verschlafe, ne? Ja, ja, das nenne ich mal entschuldig. Ja. Verschlafen habe ich nicht, ich habe einen Wecker gehabt. Oh. Also, extern, so, wenn du verstehst. Der mit mir wohnt. Ja, ja. Ja. Hatte ich auch. Ich sehe schon. Der Mann hat sich irgendwelche richtig lustigen TikTok-Videos angeguckt, glaube ich. Und das hat er gefeiert, lautstark, mit dir zusammen. Er hat tatsächlich auch die Videos mit mir zusammen geguckt, durch zwei Türen. Oh. Ich liebe es, wenn Menschen Rücksicht nehmen. Also ich habe es ihm auch gesagt, hat er mich sehr komisch angeguckt, als ich zu ihm meinte, dass er bitte entweder das Ding runtermachen soll oder Kopfhörer verwenden soll. Ich verstehe das so oder so nicht. Mittlerweile gibt es so viele Menschen, die nicht wissen, dass es Kopfhörer gibt. Also auch in der Bahn und so, ne? Ich mir denke, Alter, zum heutigen Stand der Technik kann es doch nicht ein Problem sein. Auch für WhatsApp-Sprachnachrichten zum Anhören. Sich da Bluetooth-Kopfhörer reinzuhauen. Und wenn es schon sein muss, dann soll man sich das Ding bei einer WhatsApp-Sprachnachricht sehr ans Ohr halten, möglichst leise machen, dass man es gerade so versteht und dann passt es. Und nicht so, dass der ganze Zug und Bus mithören kann, was du da gerade hörst. Das interessiert mich leider sehr wenig. Ich möchte nicht in deinem persönlichen Drama involviert werden. Ja, ja. Denke ich mir auch mal. Und vor allen Dingen, sie machen es ja auch nur in Zügen und Bussen. Also es kommt nicht an der Haltestelle oder sowas vor, nein. Da werden WhatsApp-Konversationen und Telefonate so lautstark geführt, dass man drei Waggons weiter auch noch mitsingen kann. Weiß nicht, vielleicht fehlt da völlig der Gedanke von, möchte ich unbedingt, dass alle dazuhören, sondern es ist ganz wichtig, dass die ganze Menschheit zuhört. Wahrscheinlich, ja, weil dann fühle ich mich oder bin ich wichtiger, wenn jeder da bei meinem Business mit dabei ist. Entrepreneur. Sehr schön. Darf wieder beim Business dabei sein. So. Andesit, das geschliffene war einfach viel davon zusammen, ne? Genau. Ja. Ja, aber ist auch leer. Ich bin gerade hier in der Quelle hier, da beim Gravel-Screen. Achso. Nehme ich wieder mal den Block mit.
das dann irgendwie wieder rückgängig? Nee, das ist... Naja, jetzt hätte ich... Ja, gut. Es ist hier okay, aber irgendwie auch nicht... Ja gut, dann kann ich nicht... Ah, ich weiß schon, was ich mache. So, das einmal weg. Schon wieder aus. Erde. So. Ja, man kann das ja hier so ein bisschen unten auslaufen lassen. Das ist besser. Und hier zauber ich einfach noch irgendwas rein. Und dann mache ich die hier weg. Ich schon folgen, ich muss sagen. Ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht besoffen zur Arbeit erschienen, ja. So. Schleim. Wobei, ich glaube, vor so einer Präsentation oder so, da hat es, glaube ich, mehr Vor- als Nachteile. Ja. Spricht sich dann auch Finnisch leichter, oder? Ja, klar. Also, ich bin höchst froh, dass ich die Präsentation nicht auf Finnisch schalten muss, weil das wäre nicht gegangen. Okay, warum nicht? So gut ist es dann doch nicht. Das Google Übersetzer regelt. Ja, genau. Wenn im Handy. Warten Sie ganz kurz. Ich frage mich kurz die Bild. Schön. Ja, das ist ja auf Englisch, ne? Reicht ja. Ist ja immer noch Fremdsprache dann. Ja, gut, stimmt. So. Ich habe ja auch gefühlt auch mehr Englisch als Finnisch, deswegen. Ja. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Passt auch. Aber die blockiert direkt. Okay. Das ist Englisch, was wir hier beibringen, das ist eigentlich das, was ich in der Schule schon hatte, deswegen... Also recht rudimentär, sagst du. Recht rudimentär, würde ich es ordentlich nennen, ja. Aber besser als nichts, ne? Ja. Man soll dankbar sein, ne? Genau. Genau, und das lasse ich offen. Nein! Oh. Noch? So. Da schaue ich dann. Aber ja. Le Treppe, das passt. Dann kann man hier. Oh, das geht ja genau aus. Das hätte ich es geplant. Ne? Ich habe da jetzt ein Loch begraben. Ja. Man sieht es halt von außen. Soll ich das füllen oder ist es egal, weil es weit weg ist? Wenn es weit weg ist, dann ist es mir eigentlich wurscht. Okay, das brauchst du nicht. Ich habe einen Stack Erde. Ich mach mal ein bisschen zu, dass es nicht so offensichtlich ist. Das ist eine kleine Darfüllung. Ja, jetzt komm. Ja, das sieht man schon mal. Da muss man jetzt wirklich rein, um das zu entdecken. So. Jetzt glaube ich 8 Stacks Gravel dabei und nochmal ungefähr so viele. Alles sieht. Gut, ist ja gar nicht so weit weg, es wären nur 500 Meter. Ach so. Ja, gut. Das braucht man ja. Das ist ja nicht. So, womit habe ich die Wand gemacht? Habe ich davon eigentlich noch was? Also, ich muss sagen, Distant Horizons, das war ein sehr guter Hinweis. Ja. Das mal da drauf zu machen, weil das ist bombastisch. Das ist mega gut. Nie wieder ohne. Ist immer schön, wenn man auf die neue Version warten muss. Das ist nicht so schön, ne? Sieht. Alles sieht.
Okay, jetzt haben wir wieder polished an der Seite. Hier ist das geschliffener wahrscheinlich an der Seite. Polierter tatsächlich. Poliert. Ganz, ganz ist unkreativ. Richtig. Nee, ist auch richtig. Geschliffener ist ja Schwachsinn. Poliert ist ja richtig. Das Wort. Wo bist du unterwegs? Ich hab ne. Hinten bei der Treppe. Ah. Okay, bin unterwegs. Ich dachte so nach dem Prinzip Wiedersehen macht Freude. Ich hab's ein bisschen verwendet, also. Aha, ja, sie ist Smoothie kaputt. Zweieinhalb Tagheim. Zweimal kannst du sie noch verwenden. Was sagst du? Ah ja, warte. Ja, also bisher. Gut. Also ich mache hier noch so einen Bogen, hier kommt wieder wie so ein Schrein oder sowas hin. Oder U-Bahn. Halt. Hä? Wieso machen wir nicht hier einfach den U-Bahn-Eingang? Können wir machen, ja. Ja, doch passend, oder? Da haben wir so zwei Treppen rechts, ja. Links und in der Mitte geht's runter. Weil das hier drüben, ja, ist es, da kommen wir rüber. Problemlos mit dem Innenweg. Ja, das, nee, ist das ist okay, ja. Dann können wir hier vielleicht wieder so einen kleinen Kiosk oder so in die Wand stellen in diesem Durchgang. Mhm. So Freiburg Hauptbahnhof-Style. Keine Ahnung, war ich noch nicht. Warst du nicht? Okay. Aber ja, kann man, das ist eine gute Idee. Bietet sich ja an. Ja, genau, da wird auch jeder Meter ausgenutzt und der Weg unten zwischen den Gleisen und der Führung sind auch Läden in den Wänden drin. Mhm. Haben sie es voll krachen gelassen. Krieg ich da einen Bogen hin irgendwie? Ja, krieg ich tatsächlich. Aber dann mache ich das trotzdem so. Genau. Einmal. Da hätte ich keine Schere dabei. Kann ich dir leider auch nicht, nee, anbieten. Es ist auch okay, jetzt habe ich es, aber so. Es steht halt hier und muss den ganze Wolle per Hand abbauen. Okay, das wäre nicht notwendig gewesen, aber auch wurscht. Achso, nee, ich hätte nur. Nein, nicht mit der Wolle, nee. Ich meine, was ich da fabriziert hat. Siampi. Mhm. Tu das bitte nicht, was du. Achso, hier kommt ja eh der Weg hin. Ja. Das darf auch mal hoch und runter gehen, ne? Ah, also ich flache das nicht ab per se. Ja, okay. Ja, stimmt, hier kommt ja dann eh die Schicht hin. Das passt schon. Ich habe eine obere Schicht auch noch abgefahren. Oh, huch, was haben wir hier? Hallo. Schau mal hier. Ah ja, da sind überall so kleine Ausbuchtungen, sagen wir es mal so. Ich muss mir unbedingt mal die ersten Folgen angucken, wie wir hier angekommen sind, weil es mich echt brennend interessiert, wie krass der Unterschied da ist. Das ist eine Idee, ne? Man müsste eigentlich mal die Welt, oder man könnte die Welt aber mit dem Seed laden. Ja, stimmt, ja. Ja, dann ist es halt noch ganz im Rohzustand, ja. Ja, gut, ja. Ich glaube, da ist schon einiges dazugekommen. Auch an Terraforming, was uns gar nicht so aufgefallen ist wahrscheinlich. Ich meine, du jetzt kennst sie ja im Originalzustand noch gar nicht, die Welt. Nee. Das stimmt. So, ich habe nur ein Stack Core Stirred mitgenommen, das reicht natürlich nicht. Nein. So, da ist noch die Intention drauf und dann haben wir zumindest mal das fertig. Und ich brauche hier oben auch noch irgendwas für die Optik. So, das heißt, kann ich? Das gucke ich mir jetzt vorher an, bevor ich losrenne und mir irgendwas hole, was ich dann doch nicht brauche. Oh ja, man könnte da unten und dann irgendwas. Also brauche ich 4 Eisengitter und 4 Steinziegel. Oh, ich habe ja für gar nichts mehr Platz. Wir hätten
Nee, ist ja keine. Doch, drei Steinziegelmauern sind da noch drin. Ja, gut, ich muss eh erstmal zurück, weil ich habe ordentlich Geraffel im Inventar. Den können wir da ablegen. Die Lagerfeuer brauche ich auch erstmal nicht. Wobei wir irgendwo so eine brennende Tonne platzieren müssen da unten. Brennende Tonne, also das. So ein Penner-Lagerfeuer. Das passt einfach in das Viertel so gut rein. So. Lagerfeuer, ja. Geil. Ja, wie nennt man das sonst? Ich weiß nicht, wie da der Fachbegriff ist. Nee, das Penner-Lagerfeuer ist perfekt. Aber ja, du hast verstanden, was ich meine. Ja, Also so weit weg gemacht. kann es ja gar nicht gewesen sein. Ja, man sagt ja immer, Sprache, es ist immer wichtig, wenn erfolgreich kommuniziert wurde. Deswegen. Ja. Und das hat hier funktioniert, würde ich behaupten. So, dann kann ich mir sogar noch ein bisschen Steinsiegel mitnehmen. Oh Gott, ach so, ich muss ja dann hier auch noch die bemooste Slabs nehme ich mir jetzt mal mit. Weil da kann ich bei der Treppe ein bisschen was machen. Gibt es rissige Stufen? Glaube nicht, aber probier es aus. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Warte mal. Nein, gibt's sie nicht. Das ist zu. Ich meine, bemooste Stufen gibt es, die gibt es auch nicht, Ja, ne? doch, bemooste Stufen gibt's komischerweise. Das. Bemooste. Tatsache, okay. Und bemooste Treppen auch, aber rissig, da waren sie noch nicht so auf Zack anscheinend. Ja, in 8 Updates dann, also in 25 Ja. Jahren. Ich frage mich auch, wann Gold endlich Treppen und Slabs kriegt. Stimmt, jetzt hat er sogar Kupfer Ja, da drin, eben, das also wäre. es ist ja lächerlich. Genauso Eisen. Das wäre Ich meine, sie schön. sind auch beides vergleichsweise einfach zu bearbeitende Material, also da können sie nicht mit dem Argument kommen, dass es keine Ja, Diamantstufen gibt, verstehe ich. Treppen lasse ich mir eingehen. Das sollte man vielleicht aus Gold nicht machen, aber Slabs. Okay. Also, ne, wenigstens das. Slabs ist ja auch nur ein halber Block, also Eben. das muss drin sein. Ah, jetzt habe ich noch die. Wann baust du mir eigentlich die Seitenhäuser hier? Gar nicht. Gar nicht? Okay. Also jedenfalls mal nicht in der Session. Okay, ja, genau, weil dann baue ich einfach mal, Weil es das ist keine planen wir Laternen. Stück für Stück, hätte ich gesagt. Okay. Ich habe nur Ja, mal ich so dachte. grob markiert, also plus minus null. Aber du kannst den Weg einfach dran bauen. So die Eckpunkte, die passen ungefähr. Ja, weil genau das wäre halt meine Frage gewesen, aber dann passt das. Wenn du sagst, passt, dann passt. Wenn der Weg Dann baue ich die zuerst dran. kommt, also das werde ich mit Blazer zusammen machen. Also da wird sicher jeder mal ein Häuschen hinzimmern. Ich habe gehört, hier kommt eine Grotte rein, da unten in diesem Spalt. Grotto? Nee, eine Grotte machen wir da, hätte ich dran, weil den Spalt kann man nutzen, wenn wir den da haben. Ja, vor allen Dingen, weil man da nicht mehr rauskommt. Ja, wenn dir was einfällt, darfst du das gerne machen. Also, Also muss endlich ja hat er nicht jetzt übernommen. sein, aber Nee. ja, Würde ich klar. dann gerne übernehmen. Musst du dir nur dann markieren irgendwie. Ich lasse hier auf dem Block, dann sehe ich, dass es da ist. Und Beziehungsweise gab es dann oben an Sekunde. so, guck mal. Kannst auch eine Falltür drauf machen, wenn wir hier nur irgendwo eine rumfliegen haben. Ja, garantiert. Also, es sei denn, ich habe die weggeschoben, dann ist er natürlich immer da. Ja, ich habe es alle weggeworfen lassen. Das ist sehr gut. So macht man das. Ich habe schön aufgeräumt, ne? Nach der letzten Raus-Session, aber das war natürlich jetzt nicht so hilfreich. So. Ich habe hier oben das auch nochmal angegraben. Ja. Dann haben wir da zwei Falltüren, das muss rein. Nee, ich habe mir überlegt, entweder kommt man irgendwie von außen ran, aber damit ich hier einen Weg bauen könnte, der da rankommt, entweder mache ich hier so eine Treppe am Eck. Das würde, glaube ich, auch funktionieren, weil ich habe ja nicht Warte, wirklich warte, viel Platz warte. hier. Warte. Also du bist gar nicht da, ne? Dann muss ich Ja, ich das. bin schon wieder weitergelaufen, so. Ah, Sonne, ja, So warst du, oder? Das wäre mein Vorschlag. Dann würde ich aber hier praktisch eine Umrandung oder so machen. Ja, genau, ja, genau, klar. Also hier mache ich es einen Ticken höher dann. Warte, ich würde ein bisschen Material wechseln auch. Ja, na klar, na klar. Weil du kannst ja, warte, jetzt habe ich noch welche eingeschoben. Ja.
Was Plausch? Manchmal hast du so Dialektmomente, ne? So. Ach, Tatsache, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann kannst du ja mit Slaps hier, ich würde sanft machen, den Weg runter in El Grotto machen. Wie zum Hauptbahnhof, wenn Saat ist. Mhm. Ja. Sehr gut. Achso, jetzt habe ich natürlich da meine zwei Pfeiler hingestellt, hier die Mauern, die ich gebraucht hätte. So, Ernst, ich habe ganz viel in meiner Schalterbox liegen, Unmengen an Stonebricks, kannst du dich bedanken. Also ja, wirklich Unmengen. Danke, danke. So, du müsstest mir dann nachher mal helfen, den U-Bahn-Dings da anzuschließen. So, das kann man so machen. Geilo. Dann kann man da noch Schilder ranhängen. Oder so. Ja, wahrscheinlich ist die Treppi fertig. Die Treppi? Okay. Das ist dann noch ein bisschen los. So. Ja. So hier. So hier. So. Hänge, Schilder. Ich habe da hinten doch die ganzen Stämme reingelegt. Da könnte man ja eventuell. Nee, das mache ich anders. Aber egal, das ist dann hier der Wink mit dem Zaunfall, dass man das Licht hier ins Haus setzen soll. Das Ding. Achso, ja gut, ich meine, das kann man ja dann machen. So. Achso, ich brauche dafür Geschälte, glaube ich, ne? Für die Hängerschilder. Bei dem Stein schälen ist doch schön. Hä? Achso, mir fehlen. Zwei. Dann wird das nichts. So. Jaha. Ich würde das aber so machen von der Höhe hier, einfach damit es nicht zu sehr reinhaut. Ursprünglich war es einen ganzen Block höher hier am Band. Das passt eh, weil dann kann man hier irgendwie so einen Brunnen machen und kann dann mit ganzen Blöcken weitermachen. Dann hat man so eine kleine Kante. Das passt eh. Im Brunnen dann aber mit dem, genau. Ja. Ich würde jetzt die ganze Fläche hier mit halten. Genau. Und die Laternen kann man ja dann ein bisschen erhöht. Das ist ja wurscht, die setzt man dann auf so einen Protest. Die würde ich eh was in den Brunnen vielleicht integrieren, Beleuchtung, wenn der Brunnen in die Mitte des Platzes kommt und dann rechts und links an den Häusern da einfach. Dann stimmt, das ja. So geht das. Oh, jetzt dann aber. Voilà. Ehrlich. So. Wir können auch pennen gehen. Können wir natürlich auch. Geil, danke für die Erfahrung. Gerne. Ich habe meine Armbrust immer nie mit. Aber vielleicht. Ist das auch besser so? Kommst du jetzt mal runter noch? Da ist er. Ne, er fliegt ins Haus, voll Idiot. Mal ran jetzt, Wisch. Ich hab einen legendären Clip. Ich habe während der Aufnahme mit meinem Pfeil in die Luft geschossen, bin ein paar Blöcke weitergelaufen, habe mich damit selbst getroffen. Herrlich. Den kann ich dir gleich mal zeigen, das ist ein bombastisches Ding, das glaubst du mir gar nicht, was ich da geschafft habe. Das hätte ich gerne komplett in den Best-of von Siampi, wie er sich selber abschießt. Das machen wir als GIF in Discord. Das können wir machen, ja. Musst du schicken oder machst du selber? Ja, ist die beste Idee, ja. So, Immer noch so viel Geraffel im Inventar, ne?
weiß gar nicht, was ich jetzt holen wollte. Ah, okay, ah, vielleicht wäre... Immer noch! Was? Immer noch? Dritter möchte auch noch einen Teil vom Kuchen ab. Oh ja. Das ist doch nett. So. Jetzt nimmer. Jetzt geht er schlafen. Ja, sie haben hier. So, jetzt kommt noch mal. Nee, jetzt geht er schlafen. Jetzt reicht. Wir schlafen. Okay, 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 okay. Kein Bock jetzt drauf. Mit den Dingern rumzuprügeln. Was ist das? Nein, ich wollte nicht die Verbindung trennen, sondern... So, sie haben geschläft. Ah ja, warte. Ich auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sind wir raus. Ciao.